Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Wir sind gerade live im Livestream, schauen uns alles Neue an. Wurden ja eine Menge Änderungen wieder reingepackt, gerade Kreativmodus, aber auch neue Waffen wurden entfernt, hinzugefügt. Ich zeige euch mal einfach zusammenfassend jetzt anhand der Waffen selber, was jetzt einfach alles anders ist. Zuallererst rüsten wir mal die Waffen aus, die aus dem Spiel genommen wurden. Zum Beispiel diese Sniper. Ja, diese Schrotflinte. Ja, ganz genau. Ihr habt nicht verhört. Und auch diese Waffe ist nun aus dem Spiel raus. Ah ja, und natürlich auch die FAMAS. Wo ist die FAMAS? Da. Da sind alles Dinger, die jetzt nicht mehr im Spiel drin sind. Die One-Shot-Sniper in beiden Seltenheitsstufen ist nicht mehr drin. Die schwere Schrotflinte in allen Seltenheitsstufen ist nicht mehr drin. Diese Waffe ist auch nicht mehr drin. Und das Salvensturmgewehr ist nun auch komplett weg in allen Seltenheitsstufen. Auch die FAMAS jetzt in Episch und Legendär ist nicht mehr im Spiel drin. Statt dem Maschinengewehr haben wir jetzt aber dafür wieder die schallgedämpfte Maschinengewehr, ne? Also statt die ist raus und die ist jetzt wieder drin. Das ist das, die neue Submachine Gun jetzt drin ist. Haben die einmal ausgetauscht. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist die Sniper weg? Das war doch die beste Sniper ever. Mit der schallgedämpften Sniper, die wir jetzt hier haben, in dem Spiel haben, war das Ding einfach redundant. Es war einfach redundant. Redundant bedeutet, es war doppelt. Ne, diese beiden Waffen, die waren fast gleich. Beide machen One-Shot in den Kopf. Beide sehen fast genauso aus. Und beide haben das gleiche Schussverhalten. Es war einfach eine Kopie davon. Nur, dass da ein Schalldämpfer drauf ist und somit vielleicht jetzt ein bisschen interessanter geworden ist, als die hier vielleicht. Und deswegen ist das jetzt einfach raus. Aber deswegen ja nicht schlecht, ne? Wir haben ja immer noch die schallgedämpfte Sniper. Nur dass das die doppelte Waffe jetzt weg ist. Ist halt so. Ist nicht wild. In Kreativmodus ist natürlich auch nochmal eine Menge neue Sachen, wie ihr hier gerade seht. Und die neue Vereisergranate. Wo ist die neue Vereisergranate? Da ist sie, die rüsten wir auch noch aus. Aber auch noch diese Dinger hier, die neu dazugekommen sind und wir jetzt halt in Kreativmodus bauen können. Ah ja, und Lagerfeuer wurde auch nochmal angepasst. Wo ist Lagerfeuer? Wo ist Lagerfeuer? Da ist Lagerfeuer. So, haben wir ausgerüstet, ne? Und okay, sehr gut. Das nehmen wir damit. Das nehmen wir damit. Und das nehmen wir damit. Okay, ja, klar, die ganzen neuen Gebäude, braucht man, denke ich, mal nichts zu erzählen, ne? Kann man sich hier jetzt ein bisschen die Forschungsbasis von Frosty Flakes aufbauen. All das ist auch jetzt drin. Und die neue Vereisergranate hier in der Hand. Ui. Ei. Wie eine Impulsgranate mit Eisfüßen dran. Genau das ist die perfekte Beschreibung dafür, ne? Wie eine Impulsgranate mit Eisfüßen dran. Interessant, interessant. Was sind das hier für Dinger? Die testen wir auch noch gleich aus. Die schmeiße ich auch noch mal in die Ferne rein. Okay. Okay. Sieht interessant aus. So sieht das aus, wenn man die in die Ferne schmeißt. Es ist die Impulsgranate. Es ist die Impulsgranate, aber weniger dafür, dass du die selber benutzt, um irgendwie Trickjumps zu machen. Weil, kann man machen. Kann man machen, ne? Dann beschleunigst du dich selber. Seht ihr? Kann man machen und dann fliegt man auch ein bisschen weiter und, kann man selber benutzen, um wieder... Also es ist im Prinzip die Impulsgranate kombiniert mit der Eisfalle und jetzt halt im Doppelpack drinne. Hat dann weniger Bumpf, also deutlich weniger Bumpf als die Impulsgranate. Deutlich, deutlich weniger. Also man kriegt sich kaum hoch und das ist schon eine geringe Schwerkraft hier. Man kriegt sich hier kaum hoch und das ist schon sehr, sehr wenig Bumpf dahinter. Aber ansonsten Impulsgranate und sieht doch mal ganz nett aus. Könnte Spaß machen. Kann man sich auf jeden Fall auch boosten, wenn man gerade vor der Zone wegläuft, ne? Stell dir vor, Zone kommt, ihr seid gerade irgendwie am Flüchten, packt ihr das Ding hier dran und bams, boostet ihr euch weg, habt dann Eisfüße dran und dann rutscht ihr einfach mal mit 10 km/h durch die Welt. Bruder, muss los, muss groß. So, und diese neuen Dinger sind dazugekommen. Puzzleteile, Toilettenpapier und Münzen. Kann man auch kopieren. Kann man auch kopieren. Und dann kann man dann seinen Parcours bauen und dann diese Münzen hinstellen, um die zu sammeln. Okay, verstehe. Und wenn man dann das spielt, kann man diese Münzen dann aufsammeln, oder? Lass uns mal Match starten. Kann man nicht. Kann ich mein Match nicht starten. Ah, da, okay. Hier gibt es ja auch nochmal ein paar Änderungen, ne? Schwerkraft und Bewegungsgeschwindigkeit. Spielerflug ist an. Bewegungsgeschwindigkeit müsste es auch geben. Wo ist die denn? Bewegungsgeschwindigkeit. Spiel. Respawn. Letzte überlegende Berechtigung. Ah, da. Man muss runterscrollen. Holy moly. Begleiter erneut aufgehen. Zu Boden gehen ist an. Gebäudeschaden aus. Respawn-Zeit. Mal auf 1.
Und wo ist die Spielergeschwindigkeit? Spielergeschwindigkeit fehlt irgendwie, oder? Ich finde es gerade nicht. Sollte aber auch drin sein. Wir starten mal kurz die Runde und versuchen mal die Münzen einzusammeln. Leute, dieses neue Pack, wo man Munition und so weiter rauskriegt. Okay, testen wir auch noch aus. Aber ne, diese Münzen kann man sich dann ausbauen. Ich habe gerade, glaube ich, McDonald's nachgebaut. Und wenn man dann irgendwie ein Parcours baut oder sowas, kann man dann diese Münzen hinstellen, um dann hier einzusammeln. Seht ihr? Man kann aber auch Toilettenpapier machen oder Puzzleteile, um halt irgendwie vielleicht eine Versteckmap zu bauen. Man baut eine Map, wo irgendwas versteckt ist und man muss dann halt Puzzleteile sammeln. Und dann kann man die da irgendwie so verteilen. Oder vielleicht auch eine Richtung angeben. Ist interessant. Ist auf jeden Fall interessant. Und da gibt es jetzt auch nochmal Dingensbing. Also. Das ist ein Item. Ich bin krank. Weg. Das war ein Toilettenpapier und kein Ei. War Toilettenpapier. Bewegungsgeschwindigkeit ist eine Falle. Ach so. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit ist eine Falle. Okay, anscheinend gibt es eine neue Falle, die die Bewegungsgeschwindigkeit vergrößert. Gut zu wissen. Ich dachte, das wäre eine Einstellung, die man dann anpassen kann. Okay, wo ist die Falle denn? Dann Geräte, ne? Wahrscheinlich. Was haben wir denn da? Eisblock? Nein. Spielerspawn? Nein, nein. Eliminierungszone? Barriere? Die ist auch neu. Und Startinventar? Es scheint auch neu zu sein. Schubfläche? Bewegungsmodulator? Da. Da sind die neuen Sachen. Da sind die neuen Sachen, die jetzt noch in Kreativmodus reingekommen sind. Eine Menge Änderungen, muss man schon sagen, ne? Spiel. Ich habe gerade was ausgewählt. Ah, da, okay. Da ist es jetzt. Okay, was haben wir jetzt? Felder. So, Bewegungsmodulator, Barriere und Startinventar. Okay. Startinventar kann man anpassen und dann kann man hier, wirf im Kreativmodus Gegenstände vom Inventar auf den Spawnpunkt. Beim Spielstart erhält das ausgewählte Team diese Gegenstände. Okay, also man kann die einfach hier draufschmeißen und dann das wird das Team, was startet, sofort diese Items haben. Ist irgendwie immer ganz nett, kann man sich einiges damit bauen, zack, hat er gespeichert, ne? Hat er gespeichert, kann man sich das auch angucken? Im Spiel sichtbar aus, ne? Man kann sich jetzt angucken. Ne, dann ist das da drinne. Diese Barriere hier kann man aufbauen, um halt Begrenzung aufzubauen. Barrierebreite, 1,5, ganz, 2, Barrieretiefe, 2, 3, 2, Barrieresichtbarkeit im Spiel, ja. Und wenn man dann das Spiel startet, hast du hier halt eine Mauer, wo du nicht durchlaufen kannst. Entweder komplett unsichtbar oder halt auch sichtbar. Ich denke mal, das ist dieselbe Mauer, die benutzen, um die Starterinsel abzugrenzen. So, und dann noch der Bewegungsmodulator. Wenn man da drüber läuft, kann man sich halt mega, mega schnell machen. Extrem schnell. Probieren wir aus. Yeah! Und dann Parkouring mit dem Ding, Leute. Guckt euch das an, jetzt bin ich mal flott unterwegs. Nice. Bruder muss los. Bruder muss los. Die Soße ist in der Stadt. Ah, Lagerfeuer habe ich immer noch vergessen, sorry. Da habe ich vorhin sogar schon ausgewählt, ne? Wo ist das Ding? Lagerfeuer hat einen neuen Effekt anscheinend. Und soll jetzt besser sichtbar sein, ob das jetzt ausgebrannt ist oder nicht. Ich sehe tatsächlich keinen Unterschied. Die Holzstapeln sehen vielleicht detaillierter aus. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß, keine Ahnung. Ich sehe da ehrlich gesagt fast keinen Unterschied, aber... Seht ihr einen Unterschied? Angeblich soll das Lagerfeuer neue Grafikeffekt haben. Aber ich finde, das sieht fast genauso aus. Da ist es. Da war das, Leute. Das Holz bricht zusammen. Das Holz bricht zusammen, wenn er abgebrannt ist. Und da sieht man auch sofort, dass das verbraucht ist. Das ist kombiniert mit dem Leak, den wir bisher haben, dass man auch in der Umgebung Lagerfeuer wieder entzünden kann. Macht das natürlich irgendwo Sinn. Da geht es aus. Ja, und das Holz ist dann aus. Und dann sieht man halt, ne, da ist kein Holz drin, es brennt nicht mehr. Und dann kann man wieder Holz reinschmeißen, um so ein Lagerfeuer zu entzünden. Es wird auf der Karte Lagerfeuer geben, die dann halt sich entzündbar sind. Und entzündbar sind und werden und was auch immer. Und ja. Mehr Feuer. Okay, Leute wollen mehr Feuer. Leute wollen mehr Feuer. Wer mal mehr Feuer? So, zack, 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 zack. Aber die neue Bewegungsgeschwindigkeit ist cool. Kann man da echt... Muss ich mal gleich nochmal austesten. Ich habe was vor.
Muss ich mal gleich austesten. So, Lagerfeuer, 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 Lagerfeuer. Keine Barrieren. Was? Das waren alle Lagerfeuer? Mehr Lagerfeuer. So. Lagerfeuer, 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 Lagerfeuer. Oh, meine Bewegungsgeschwindigkeit ist vorbei. Schade. Schon wieder verbraucht, ey. Lagerfeuer. So, hier nochmal eins. Hier nochmal eins, hier nochmal eins, hier nochmal eins. Alright, alright. Und werden die ausbrennen, versuchen wir mal mit der Eisgranate. Die sind schon ausgebrannt. Die ersten sind schon ausgebrannt. Das ging schnell. Die gehen hier so langsam kaputt. Ah, die löschen sich alle. Löscht euch. Löscht euch. Okay, die Granate macht keinen. Zack, weg ist es. Okay. So viel zu den Lagerfeuern. Sieht auf jeden Fall nett aus. Ist eine nette Animation, ne? Wie Holz auf Lagerfeuer. Es gibt halt ein Leak, dass es gibt ja Lagerfeuer auf der Spielwelt, ne? Es gibt ja Lagerfeuer auf der Spielwelt, wo halt ein Steinkreis ist und so weiter. Und es gibt ja Leaks, dass man diese Lagerfeuer dann halt wieder reaktivieren kann, wieder entzünden kann, indem man Holz verwendet. Indem man sein Material verwendet und dann halt dieses Lagerfeuer entzündet und dann funktioniert das Ding wieder und du kannst dich wieder heilen. Das soll ja in das Spiel kommen und ich denke mal, diese neue Animation ist halt dazu gemacht. Ah, die haben den Flugzeugbug repariert, oder? Haben die den Flugzeugbug repariert oder nicht? Ich glaube, die haben den Flugzeugbug repariert. Man kommt nicht mehr auf die Starterinsel. Kommen wir nochmal auf die Starterinsel? Wer weiß, wer weiß. Wird Schneiß. Mit Eis. Nee, kommen wir nicht mehr. Okay. Mal gucken, ob die alte Big Ben-Methode funktioniert. Ah, es wird eine neue Methode geben, Leute. Es wird eine neue Methode geben. Die Leute werden immer was finden, um auf die Sachen draufzukommen. Yo! Was ist das denn? Was ist das denn? Maximale Flughöhe wurde ja mega eingegrenzt. Mega eingegrenzt. What? Okay. Okay, die maximale Flughöhe ist... Ah, die sind ja pfiffig. Die sind ja pfiffig und man verliert ja auch sofort den Turm dabei, ne? Ja, Supercell ist pfiffig. Supercell. Epic ist pfiffig. So. Ah, man kommt nicht mehr auf die Hauptinsel. Okay, beide Methoden, die mir bekannt sind, sind bisher gesperrt. Okay, was das angeht.